Guten Morgen, ein wunderschöner Oktobersonntag. Ich bin an der Mosel, ein paar Kilometer westlich von Trier in Konz. Und ich will heute hier über die Brücke fahren, auf die andere Seite. Die Idee ist, einfach mal den Luxemburger Teil der Mosel entlang zu fahren, bis nach Schengen, dann rüber nach Pelm und auf unserer Seite sozusagen wieder zurück. Gleich als erstes geht es über die Mosel rüber und dann nach Wasserbillig. Na, ich merke schon einen ordentlich kühlen Wind heute, aber ich glaube, den habe ich zunächst mal von der Seite oder von hinten. Das sollte also ganz gut gehen. Und schon bin ich auch unterhalb der Brücke, schon am Moselufer. Ich kann direkt in die Saarmündung reinschauen. Also unter der Brücke gegenüber, das ist die Saar, die da kommt. Und ich folge leicht rechts der Mosel weiter. Ich bewege mich jetzt hier auf Wasserbillig zu. Vom Ort geht es über die Sauerbrücke und dann befinde ich mich in Wasserbillig in Luxemburg. Wasserbillig ist erreicht. Jetzt mache ich hier einen kleinen Schlenker nach links, damit ich wieder runter zur Mosel komme. Die Nacht war sehr kalt, die Luft war eisig. Aber ich bin froh, dass hier im Moseltal dann kein Nebel mehr war, als ich ankam. Bin auch in den dicken Handschuhen gestartet. Jetzt konnte ich schon auf normale Handschuhe umstellen. Laut Wettervorhersage wird es jetzt von Minute zu Minute angenehmer und wärmer. Und ich freue mich auf einen schönen Herbsttag mit schönen Herbstfarben an den Bäumen. Mal sehen, was draus wird. Ich verlasse kurz den Fluss, um am Luxemburger Moselhafen im Luxport außenrum vorbeizufahren. Auf dem Schild steht schon Schengen. Das soll mein heutiger Wendepunkt sein. 30 Kilometer, da über die Brücke, rüber nach Pelm, noch auf der anderen Seite zurück. Hier in Grevenmacher geht es jetzt wieder zurück an die Mosel. Hier in Grevenmacher an der Tanke habe ich mir schnell einen Kaffee und noch so eine Schokorolle mitgenommen. Und jetzt suche ich mir eine schöne Bank unten am Moselufer
um den Kaffee und die Rolle zu genießen und Kleidungsschichten abzulegen. Es wird doch sehr schnell sehr schön warm. Ein perfekter Pausenplatz hier an der Mosel in der Sonne. Ich habe erstmal meine Jacke abgelegt. Es ist schon richtig schön warm. Ich freue mich jetzt auf einen heißen Kaffee, ein leckeres Schokostückchen. Für die Kaffeepause habe ich meine Neuerung des Jahres dabei. Ist vielleicht gar nicht so groß. Das ist dieser kleine Emser Thermobecher. 0,3 Liter, genau eine Kaffeetassenportion. Denn es ist perfekt. Dann kann ich mir an der Tanke oder sonst wo immer schön einen Kaffee holen, den da reinfüllen. Der bleibt erstens heiß, zweitens dicht. Ich kann also noch gemütlich, so wie jetzt, einen guten Kilometer fahren, mir einen schönen Pausenplatz suchen. Es verschlabbert kein Kaffee, der bleibt schön warm. Und jetzt kann ich den hier genießen. Das war eine schöne Pause und ich habe jetzt kurzerhand auf komplett kurze Kleidung umgestellt. Also auch die Hosenbeine abgesippt. Es ist jetzt so schön warm. Es ist einfach toll. Hier gerade eine Baustelle und ich glaube, ich habe verpasst, am Ausgang der Baustelle auf den parallelen Radweg links unten an der Mosel zu wechseln. Ich schaue mal den nächsten Abzweig, den nehme ich dann. Das sieht gut aus da vorne. Ja, so passt das. Das war nur ein kurzes Vergnügen. Ich musste kurz danach wegen einer anderen Baustelle wieder auf die Straße. Aber es gibt immerhin einen abgetrennten Streifen. Ich fahre jetzt wieder auf einer perfekt asphaltierten Piste. Wunderbar. Zwischen Mosel links und Weinberge rechts. Die Sonne scheint schön schräg, hier so im Herbst durch die Bäume. Ein angenehmes Licht. Das ist was fürs Herz. Ich habe hier jetzt gerade noch mal einen ordentlichen Gegenwind. Vielleicht habe ich den nachher dann aus der gleichen Richtung von hinten. Ja,
Jetzt habe ich Remich erreicht. Ist einiges los hier. Vorhin bin ich an einem Schild vorbeigekommen. Ich befinde mich hier auf der Route du Vin, also auf der Weinroute. Und darunter stand es in Luxemburgisch. Die Weystraße. Hinter Remich, dann erstmal wieder an der Landstraße lang, aber perfekt asphaltiert, lässt sich wunderbar fahren. Hier zwischen Remich und Schengen habe ich eine schöne Bank gefunden, ein bisschen von der Straße ab. Ich habe mir schon mal Wasser aufgesetzt, denn ich habe mir wieder ein Fertiggericht mitgebracht. Da kommt dann einfach nachher Heißwasser in die Tüte, 10 Minuten warten und dann kann ich hoffentlich ein schönes Gemüserisotto essen. Und solange kann ich hier den schönen Ausblick auf den See, den Seitenarm der Mosel, genießen. Es wird jetzt doch gerade ein klein wenig frisch, da habe ich mir noch eine Jacke angezogen. Das Ganze war lecker und ich mache mir jetzt noch Wasser heiß für einen Kaffee. Und dann freue ich mich auf den Rest des Tages. Es ist übrigens kurz nach zwei, ich denke mal 2:30, 3:15 werde ich wieder loskommen. Und ich bin ja dann bald schon in Schengen, rüber auf die andere Seite und dann in aller Gemütlichkeit den Rückweg antreten. Gestärkt geht's weiter nach Schengen. Kurz vor Schengen geht der Weg endlich weg von der Landstraße, wieder zurück runter an die Mosel. Hier ist ja sonntags schon ziemlich viel Auto-Ausflugsverkehr und es ist einfach laut. Schengen ist erreicht. Da vorne sehe ich auch schon die Brücke. Aber ich glaube, die Stadt ist noch ein kleines Stückchen weiter. Ich fahre da mal gerade rüber und schau mal. Ich habe jetzt 44 Kilometer und bin auf der anderen Seite, bin also wieder in Deutschland, rüber von Luxemburg. Ja, und jetzt fahre ich hier wieder zurück. Dürfte dann nochmal so um die 44 Kilometer sein, bis ich wieder in Konz am Auto bin. Sonne im Rücken,
Der Wind kommt nicht mehr so unmittelbar von vorne. Sehr schön. Hier auf der Seite wirkt das Moselufer auf mich etwas rauer, etwas naturbelassener, was es garantiert nicht ist. Aber hier ist eine Betonplattenpiste, nicht ganz so schön glatt wie der Asphalt auf der anderen Seite, auf Luxemburger Seite. Aber es lässt sich auch sehr schön fahren. Und hier geht es tendenziell auch ein bisschen öfter dicht an der Mosel lang. Schön. Der Trubel in Remich von der anderen Seite aus gesehen. Bei Palzem ist die Wegführung jetzt etwas höher gelegt durch die Weinberge. Schöne Abwechslung. Es ist 20 nach 4. Und hier in den schattigen Biegungen ist es schon wieder arg frisch. Hier mache ich noch mal eine Pause. Weiter geht's. Ich denke mal, dass ich so noch 20 bis 30 Kilometer habe. Es wird langsam Abend. Da freue ich mich eigentlich immer drauf, weil ich fahre gerne in der Abendstimmung. Aber ich glaube, das habe ich schon öfter erzählt. Ich denke, dass da drüben, das sind schon wieder die Ausläufer von Wasserbillig. Also ist es gar nicht mehr weit.
ein paar Kilometer noch bis Konz. Ich habe jetzt gleich 80 Kilometer und genieße wieder dieses meditative Dahinradeln am Abend. Mit der Sonne im Rücken ist das sehr angenehm. Ich bin gerade durch Oberbillig durch und auf der anderen Seite kann man schön Wasserbillig mit der Mündung der Sauer sehen und die Brücke, über die ich heute Morgen gefahren bin. Ich fahre jetzt schon an Wasserliesch vorbei und die andere Seite liegt schön im Sonnenschein. Bei mir hier ist arg schattig, aber es geht noch. Ich habe jetzt noch gut 3 bis 4 Kilometer, dann bin ich wieder in Konz am Parkplatz, am Auto. Kurz vorher geht es noch über die Saarmündung, über die Brücke. Und deswegen wollte ich hier jetzt schon mal erzählen, wie ich die Tour fand. Superschön, weil das Wetter war herbstlich perfekt und ganz tolle Farben, ganz tolle Stimmungen. Die Strecke hin auf der Luxemburger Moselseite bis nach Schengen, dann auf der deutschen Moselseite zurück. Ich fand die deutsche Moselseite eigentlich schöner, weil ein bisschen rustikaler. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Sie ist so ein bisschen rauer, aber ein bisschen natürlicher wirkt es zumindest. Und das hat mir besser gefallen. Wobei die Luxemburger Seite sehr interessant ist. Also Remich, glaube ich, ist ein Städtchen, das kann man sich schön anschauen. Schengen wahrscheinlich auch, aber ich habe nur mal gerade so bei dem Denkmal vorne geguckt, wo dieses Europa-Denkmal da ist. Und dann bin ich weitergefahren. Aber insgesamt eine super schöne Herbsttour. Das werden nachher so 86, 87 Kilometer wahrscheinlich werden. Also eigentlich auch eine wunderbare Tagesflussstrecke. Ja, perfekt. Da vorne haben wir schon die Brücke über die Saarmündung. Hier haben wir die Eisenbahnbrücke, über die ich heute Morgen gefahren bin. Und da muss ich irgendwie dran vorbei hoch, weil der Parkplatz liegt genau dahinter. Hinter mir sehe ich sogar schon mein Auto auf dem Parkplatz. Also, den Zuweg habe ich auch gefunden. Kleiner Anstieg noch zum Schluss. Da hinten, da steht mein Auto. Es sind jetzt 87 Kilometer. Dann fahre ich jetzt noch die letzten 30 Meter und sage schon mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal.